Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Watch Dogs. Way! Ja, ihr Lieben, im letzten Part, Entschuldigung, sind wir hier in Pawnee angekommen, haben am Hafen eine Spur von Kenny gefunden, waren noch an dem alten CTOS Tower, haben dann mit Kenny schon in der Bar ein bisschen gesoffen und wir haben uns dann quasi verbündet. Ja, und dann haben wir auch noch seinen Van zurückgeholt und auch noch den Frauenmörder ausgeschaltet. Jetzt würde ich sagen, machen wir ihn hochgradig paranoid mal weiter. Let's Jetzt go! Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Bloom HQ. Was ich auch mache, Bloom ist im Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als so das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. Hoffentlich, ja. Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Da ist er doch. Los, verliere ihn nicht. Ich nehme lieber den Heli, das Bike. Okay, da müssen wir ihn jetzt erstmal beschatten und verfolgen. Bei einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachen? Die gleiche Gang. Die Pawnee-Miliz besteht aus Prepper, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Ja. Nur wer ist es? Gott, das sind echt einige. Oh nein, auch noch ein Vollstrecker. Das größte Problem, liebe Freunde, ist halt der Heli. Der ist halt die ganze Zeit über deren Köpfe. Ich hab ne Idee. Och nein. Das darf ich nicht. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt
absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachen? Die gleiche Gang. Die Pawnee-Miliz besteht aus Prepper, Untergangsprofiten, Regierungsgegner und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Ich nehme an, der wird eher so im Zentrum stehen. Und ich glaube, der ist auch vom Rang ziemlich hoch, kann das sein? Ah, da haben wir schon mal einen. Okay, wo ist der Heli? Da. Okay, Freunde, einen haben wir schon mal, aber wo ist der zweite? Das ist mehr als ein Schützenverein. Die kontrollieren den halben Park. Ist das normal in Pawnee? Nichts ist normal in Pawnee. Seit Bloom angefangen hat, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Ihr seid doch alles kluge Leute. Klüger als ich. Scheiße, du hast sie nicht. Probieren wir den anderen. Alter, das ist echt schwer, Leute. Ich müsste irgendwie von der rechten Seite kommen, weil ich glaube, wenn er schafft, ins Auto zu steigen, dann haut er erstmal ab. Ja, aber der Heli kreist da rum. Das ist nicht gut. Den müsste ich eigentlich auch runterholen.
Plünder. Whoa! Scheiße. Ich wollte ihn hacken, beziehungsweise niederschlagen. Ich habe ja jetzt mittlerweile diese blöde Fähigkeit. Oder? Habe ich die? Hä? Ja, toll, wurde nicht gespeichert. Super Ding. Jetzt haben wir sie. Ja, Freunde, die Mission ist echt schwer, muss man wirklich sagen. Oh Mann, blöd, dass ich die Fähigkeit nicht hatte. Weil eigentlich habe ich sie schon aktiviert, aber jetzt habe ich sie. Und ihr habt es live gesehen. So. Gott sei Dank. Nee, mit dem Rest wollte ich mich nicht anlegen. Das tue ich mir echt nicht an. Wir haben, jetzt was wir haben wollten. Zugang zu Blooms HQ. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Es gibt doch keinen Grund. Ich bin Realist. Hör zu. Ich programmiere einen kleinen Virus, der mich aus dem System löscht. Mann, bin ich gut. Dann spaziere ich mit dem Zugang und deinem Virus bei Bloom rein. Sicherheitslevel? Oh, gute Frage. Man könnte sagen, Set? Tja, dann muss ich sie etwas ausdünnen. Hast du ein paar ihrer Lieferungen verfolgt? Natürlich habe ich. Schick mir ihre Routen, dann machen wir ein bisschen Lärm. Verstehe, also sie ein bisschen ausdünnen. Keine schlechte Taktik, so werden ihre Reihen gelichtet, der Gegner von den Gegnern. Chicagos Brücken erleben derzeit eine Reihe von Störungen und Experten spekulieren, dass das CTOS-Netz. Ja, Freunde, wir fangen gleich an mit der Mission. Die würde ich gerne noch gleich machen. Wir haben noch Zeit. Aber ich weiß halt nicht, ob ich noch volle Munition habe. Weil wenn wir Lärm machen, dann möchte ich halt auch alles haben, inklusive Granatwerfer. Aber jetzt können wir ebenfalls auch Schwergewichte niederstrecken, das ist super. Ich würde hier nicht mindestens trauen. Ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Was kann ich für Sie tun? Konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir wieder die volle Muni. Unaufhaltbar. Ja gut, dann wollen wir mal. Die Pony-Miliz arbeitet als Security für Bloom. Das heißt, wenn sie versagen, verlieren sie den Auftrag.
Wenn ich dafür sorge, dass sie versagen, schicken sie mehr Männer. Damit wären weniger bei Bloom. Gute Taktik. Sehen wir uns die Route von Tiburn an. Das ist ein ziemlich direkter Weg. Ja, sehr direkt sogar. Gibt eine Menge Möglichkeiten. Ihres Notfalls. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Nein, nein, lieber Gott. Aber das so, war schon. Was passiert ist. Wir haben ein Fenster. Mann, hätte ich dich doch nur schon früher gekannt. Was wir alles erreicht hätten. Keine Sorge. Erreicht. Wir sind in Chicago. Hast du dein Hero schon fertig? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Mehr. Das hat klappt. Glaub ich. Was soll das heißen? Ich gehe in die Höhle des Löwen. Sei nicht so dramatisch. Komm du an ihre Server. Das Teil funzt schon. Und du bist die Legende, von der Clara ständig faselt? Die was? Wer? Vergiss es. Willkommen. Beehren Sie mich wieder. Mal schauen, Fortschritt, wie weit sind wir denn hier schon? Bei 3 von 6. Ja, okay, eine machen wir noch, Freunde. Eigentlich waren 2 Missionen geplant, aber die zweite, so schnell ging eine noch nie, nehme ich mal an. Die Zukunft liegt bei Bloom. Wenn Tiburn mit mir nach Chicago kommt, muss ich in das Gebäude. Blooms Hauptquartier. Security-Experten. Ja, das wird nicht leicht. Und ich bin ein Riesenecho auf ihrem Radar. Aber sobald ich fertig bin, habe ich Raymond Kenny so gut wie in der Tasche. Quasi. Yep. Erreichen Sie Bloom. Vorsichtig, du kannst da nicht einfach so reinwalzen. Das ganze Gebiet wird komplett überwacht. Die sehen dich und die Server werden gesperrt. Das wird die Sache schnell beenden. Also nicht entdecken lassen. Kein Problem. Ah, da ist die Schwierigkeit. Thank you.
Nummer 1 ausgeschaltet. Rücke weiter vor. Nummer 2 ausgeschaltet. Nummer 3. Oh, ich liebe es, sneaky hier durchzugehen, liebe Freunde. Erstmal arbeiten wir uns aber nach vorne. Ja, da vorne steht auch einer. Aktuell lokalisiere ich noch ungefähr 3-4 Personen. Gespielt, ey. So, jetzt machen wir hier schon mal alles auf. Aber waren das wirklich alle? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier spaziert noch irgendjemand rum. Tatsache. Gott, hab ich mich erschreckt. Hier war wirklich noch jemand. Aber das Gelände ist immer noch rot. Gut möglich, dass hier immer noch jemand ist. Da ist noch einer. Jetzt waren das alle. Oh Gott. Das wird gehen. Ja, die hätten mich fast gesehen. So, dann scannen wir den Kasten mal. Aber jetzt ist ja hier niemand mehr. Alles klar, es wird mir also wieder mal nicht leicht gemacht. Ich habe noch nicht alle Puzzleteile zusammen, aber das beschädigte Video aus dem Merlot scheint etwas mit dem Bellwether Code zu tun zu haben. So, das erste ist an. Und gleich auch das zweite. Da. Jetzt sollen wir da unbemerkt eindringen. Ich einmal kurz. Zack.
So. Jetzt wird's knackig. Mache ich erstmal das auf, dann machen wir einmal das hier auf. Jetzt muss ich einmal kurz schauen, liebe Freunde. Zack. Bam. Jetzt machen wir den erstmal kurz wieder aus. Den hier auf. Jetzt stellen wir den hier nach oben. Zack. Bin in Position. Sollte nicht lang dauern. Wenn du die Spyware installierst, wird ein Virus gestartet. Der scannt das System nach meinen Daten und löscht sie. Und die können das nicht entdecken? Nein. Ich kann die beobachten, aber die mich nicht mehr. Sehr schön. Miss Gardner, ein gewisser Damien Brinks möchte Sie sehen. Damien Brinks? Worum geht es? Es geht wohl um Raymond Kenny. Tebe, bin fertig. Schicken Sie Dein ihn Name mir. Ist Sorber und Spyware ist drin. Was? Damien Brinks ist da? Ich registriere schon die Pinks. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Nein, warte. Sekunde. Auf den Servern ist ein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich sehe mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. Lokalisieren Sie Damiens Meeting. Was will er hier? Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder durch die Kameras wieder zum Ort gelangen. Wo willst du hin? Sie haben meine Aufmerksamkeit. Reden wir über Raymond Kenny. Eins nach dem anderen. Sie müssen wissen, dass ich Dreck gefunden habe. Über einige CTOS-Manager. Welche Art Dreck? Die kostspielige Art. Ganz ruhig. Ich bin kein Erpresser. Also kein Geld. Was dann? Ganz simpel. Sie können den Dreck haben. Weniges ist so einfach. Wie lautet der Preis, Mr. Brinks? Was ist dein Preis? Ich will in CTOS. Ich gebe Ihnen Kenny. Dreck. Sogar den Rächer, sobald ich mit ihm fertig bin. Ich weiß, die Leute da oben würden es nicht erlauben. Aber die müssen es ja nicht wissen. Und Kenny ist gleich hier im Pony. Ist das nicht praktisch? Entschuldigen Sie mich. Wir haben Kenny. Bewegt euch. Damien! Es ist immer schön, wenn man helfen kann. Alarm ist ausgelöst. Seht euch um! Verdammt! Damien wird noch alles vermassen. Warum merkt er das nicht? Wir brauchen Ray Kenny. Ich muss ihn da rausholen. Schnell hier weg. Damien hat Tibone verraten. Er wollte mich aufhalten und hat's auch versucht. Diesmal gewinnt er nicht. Scheiße. Da kommt Ärger auf dich zu. Blum weiß, wo du bist. Du musst dich irren, Amigo. Wenn ich mich recht entsinne, bist du doch da, um mich von Blums Radar zu löschen. Ja, das hat geklappt. Nur ist jetzt die Miliz hinter dir her. Manchmal sollte ich auf die Stimme hören, die mir sagt, dass ich im Bett bleiben soll. Manchmal, ja. Gottverdammte Scheiße. Okay, beeil dich ein bisschen. Scheiße, Freunde, das ist nicht gut. Und wie es dann hier in Watch Dogs weitergehen wird,
Das erfahren wir im nächsten Part. Ciao.